Hallo und willkommen zurück zu Payday 2 Road to Infamy 100. Wie ihr seht, ich bin wieder in Infamy Level aufgestiegen. Bin jetzt kurz davor, das machen wir mal eben zusammen. Und dann geht's direkt weiter. Ich habe zuletzt den Election Day gemacht, damit ich 20% Stealth-Bonus sichern konnte. Warte mal, ich mach mal eben Optionen, den Sound ein bisschen. Also es ist wieder sehr laut auf dem Ohr. Sound. So. So. Auf geht's zu Infamy 42. Sehr gut. Das wäre 42. Mal gucken, was wir als Belohnung kriegen. Eigentlich eine schicke Farbe. Gut. Dann wollen wir mal wieder loslegen, ne? Tech Ghost. So, wir nehmen hier unsere Stealth-Pistole mit. Die umgebaute Commando-Rifle. Wir nehmen einmal Bodybags, glaube ich, mit. Hier nehmen wir die ECM-Störsender mit. Gut. Also, wir haben jetzt 20% Stealth-Bonus. Und dann machen wir jetzt einmal den Murky-Bahnhof. So, 4463. 4463, 4463, mal kurz merken. 4463, was ist Selection Day? 4463, 4463. 4463, 4463, das ist sogar mehr. Tja. Versuchen wir es einfach mal, oder? Scheiß drauf. Ach, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Oh, knack, knack, knack. Scheiß drauf, Digga. Oh, da wackelt der Monitor. Security Access. Ah, ich habe keinen Spotter, ne? Nein. Gut. Dann hoffen wir, dass es klappt. Das ist immer blau. Da. Ob das so eine gute Idee war, den heiß zu machen? Nein. Okay, blau nicht. Blau nicht und gelb nicht. Ja. Okay, blau nicht und gelb nicht. Alter, ich hasse es zu verlieren, ne? Oh. Blau nicht. Scheiße, ich hab die andere Farbe vergessen. Blau nicht, gelb nicht. So. Jetzt müssen wir die Doppelten erstmal rausnehmen. Kranich ist doppelt, der ist es nicht. Omni ist es auch nicht. Das ist Avalon oder Hefty. Boah, welche Farbe habe ich denn gerade gesehen? Scheiße. Ich habe ja nicht gemerkt. Scheiße. Gelb. Nee. Es ist grün oder rot. Das ist ein gelber. Scheiße.
Scheiße. Ich weiß es. Da hinten ist ein grüner offen. Oh Mann. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich nehme jetzt den roten. Jetzt kriegen wir jetzt zum Glück alle schon ein paar Level ab gleich. Also falls jetzt der falsche Truck markiert ist, dann ist das halt so. Ich kann es jetzt eh nicht mehr erinnern. Haha, du kannst nicht mehr wegfahren. Okay, wir sind raus. Puh. You go ahead. I'll be your back. Perfekt. So. That was an excellent piece of whisper work. They didn't know you were there. Now, let's see where that truck leads us. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Ich habe vorhin eine neue Serie angefangen zu gucken, bei Netflix. How to Get Away with a Murder. Sieht sehr interessant aus, die Serie, bisher. Ich habe 4 Folgen, glaube ich, jetzt geguckt. Ja, gebe ich mir auf jeden Fall noch mehr von der Serie. Da gibt es schon 5 Staffeln von. Ich weiß auch nicht, ob die schon zu Ende gedreht ist oder ob da noch was kommt. Okay, war der Richtige. Boah, meine Barthaare sind hier so lang. Ich muss eigentlich hier unten den Bart mal machen. Extra Keycard, Warehouse Level nehmen wir auch mit. So. Dann gehen wir jetzt schnell die Treppe rauf und versuchen schon mal den Kameramann da oben auszuschalten. Hey, hey, watch where you're shooting. Well, those cameras won't be a problem anymore. Da ist eine Kiste drin. Da ist keine. Ja, in Duisburg ist jetzt die Inzidenz über 200. Da ist einen auch eine Kiste drin, also ganz vorne in der Mitte und das war's. So, hier haben wir eine Kiste drin. Jetzt gucke ich mal eben, ob wir hier so. Gut, jetzt gucke ich hier eben nach einer Brechstange, weil hier liegt auch manchmal eine rum, diesmal nicht. Oh, kann jetzt die Brechstange sein? Ah. Okay, der geht die Treppe runter. Da hinten ist einer. Huch. Ach, nur eine E-Mail.
Da liegt auch noch eine Keycard. Hier ganz vorne war eine. Eine Kiste. Jawohl. Zack. Thanks. Hey. Hey. The machine is done. That should make the elephant happy. Now close up the crate and keep going. So. Ah, da hinten kommt eine Wache. Eine Wache ist jetzt unterwegs. Hey. Fuck. Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Nächstes Mal muss ich durchs Fenster reingehen. Everything's fine, just have my headphones turned down. So, den schmeißen wir mal hier hin, damit der nicht sofort im Gang gesehen wird. Damit er nicht sofort im Gang gesehen wird. Im Gang ist. Look. Shit. Och ne, jetzt kommt die nächste Wache auch noch hier hoch. Nächstes Mal muss ich echt durch das Fenster reingehen. Der macht Moonwalk. Ich habe jetzt eine Maschine gehackt. Hey. Gucken, wo der hingeht. Nothing happening here. Das ist gut, dann habe ich zwei Wachen rausgenommen, dann sind die nicht mehr so dicht alle beieinander. No problems, except that last taco just ain't sitting right. Okay, ich muss die Leichen jetzt entsorgen gehen erstmal. Muss erstmal die Bodies entsorgen gehen hier. Da hoch. Ich glaube das nicht. Ich habe nicht mehr Bodybags übrig. Das ist doch nicht wahr. Shit. Can you speak a little louder? It sounded like you were buying me dinner. Alter. Keep an eye out, clowns. They just ramped up the security. Das war jetzt so echt nicht geplant, ey. Scheiße. Eigentlich ist es auch scheißegal jetzt. Come on. Zweite Maschine erst.
Nein. Nein. Da sind zwei Kisten. Das ist die dritte. Can't this go any faster? Die vierte. Die fünfte. Too slow, this much too slow. Und die sechste. Hurry up and freaking wait. Come on, come on. Die Wache ist schon da. Das Tor ist nämlich auf. Vierte ist durch. Ah, da geht er gerade erst. Fünfte ist durch. Gut, sechste ist auch durch. Komm, 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 komm. Schrei doch hier über die ganze Straße, ey. It's at the drop. It's delivered. It's secured. Da. So, perfekt. It's secured. Eieieiei. 1000 Content Coins. Eieiei, bis Level 50 bin ich jetzt schon durch. In einem Heist. Ist nicht schlecht. Natürlich, je höher der Infamy-Bonus ist, desto höher wird der Infamy-Bonus. Aber ich glaube, das Maximum-Level bleibt, glaube ich, dabei. Also, was ich an Erfahrung brauche, das wird nicht mehr. Im Grunde wird es mit jedem Infamy-Level wird es eigentlich immer schneller. So, Tech-Ghost. Dann fangen wir mal an. Ganz dringend. So, zack, zack. Mastermind, zack, zack, zack. Das ist durch, das ist durch. Und dann nehmen wir das hier noch rein. Ah, so, perfekt. Haben wir eine Menge jetzt erstmal durch. Tech Ghost ist drin, das ist das Death Judge wieder mit dazu. Dann nehmen wir jetzt erstmal ECMs rein. Gut, dann machen wir die nächsten Mal. Mal schauen, was wir machen. Tactic. Stealth possible. Der Level 50. Na komm, nehmen wir jetzt den Murky. Machen wir jetzt den Murky Station. Oh, knack. Election, der wäre, glaube ich. Ich glaube, Framing Frame wäre noch erfolgreicher gewesen. Mit den Levels. Eigentlich ist das Beste, was ihr machen könnt, Framing Frame und dann im Wechsel auf One Down. Oder nur ein Level 1 für den Self-Bonus und dann ein ein Heist mit viel Erfahrung. Hoxton Breakout zum Beispiel. So.
Auf Wiedersehen. Okay, wir brauchen die Paste. Das ist unterirdisch. Das ist unterirdisch. Ja, oder auch nicht. I'm bored out of my mind, but otherwise fine. You could send down a few beers. Das Päckchen wollte ich jetzt unbedingt haben. So, ne, Päckchen mit. Päckchen, ne? Bodybags meine ich. So, Basement. Construction Equipment. Ah. Da ist die Paste. So. Ja. Ja, und sonst so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle bei bester Gesundheit. Wie gesagt, in Duisburg ist die Corona-Zahl war gestern bei 212. Ich weiß gar nicht. Mal kurz gucken. Ich habe ja der Stadt bei Twitter gefollowt. Ob da die aktuellen Zahlen drin stehen. Joe Biden. Jan Böhmermann. Anders. Finde ich jetzt so auf Anhieb nicht. Ich glaube, die haben nichts getwittert. Oder getwistert. So. So, Blowtorch habe ich. Und die Paste habe ich. Ein Server, eine Festplatte brauche ich noch. Okay. Thanks. Ah, Loot, 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 Loot. Hier ist der Abholpunkt fürs Schiff. So, wir haben alles. Brauchen wir nur noch die Wagen. Okay, war. Wow.
Eieiei. So. Van, okay. So, ist das hier? Okay, das ist nicht zu hacken. So, dann gehen wir jetzt unten rum, einmal wieder auf die andere Seite rüber. So. Dann sichern wir das Loot mal eben hier, die Bomben, damit wir jederzeit gehen können. Sich hier schon mal die Fluchtoption aufzumachen, ist gar nicht so verkehrt, weil es durchaus sein kann, wenn man entdeckt wird, dass dann der Alarm losgeht. Was eigentlich bei jedem heiß sein kann. Ne? Aber hier hat man nur eine begrenzte Zeit zum Abhauen. Wie beim Zap. Zum Beispiel wie beim Shadow Raid. Oh, falsch. So, Moment, kurz etwas wegstreichen. So. So, damit wird die Bombe gesichert. Der heißt eigentlich erledigt, aber wir holen uns noch ein bisschen Loot. Waffen. Can't hear you too well, but I'd love a pizza. Ich kann ihn gar nicht weit werfen mit den Taschen. So. So, dann bringen wir das jetzt auf. Dann sind die drei Taschen schon mal gesichert. Achso, wir haben heute übrigens den 17. April. Also eigentlich ein sehr frisches Video, wenn ihr das am Sonntag seht. Ich muss es gleich dann auch sofort hochladen. Ich glaube, einen kurzen Hals können wir danach noch machen. So, zack. Ich habe mir überlegt, ob man so thematische Tage bei der Road to Infamy 100 machen soll. Alltag nur Banken, dann nur Juwelen und dann nur Gold. Das ist aber schwierig, weil einige Heists haben beides, haben mehrere Elemente drin. Die Bank heißt zum Beispiel Big Bank. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das thematisch versucht zu orten. So, Pistolen. So, ich würde sagen...
Das reicht. So. Ja, einfach mal 10 Level wieder aufgestiegen. Das läuft ganz schnell. Wenn man die Reise in der richtigen Kombination spielt, geht das wirklich schnell. Das sind jetzt wieder 12 Punkte, die wir vergeben können. Eieiei. So, das auf jeden Fall. Ein Pünktchen brauchen wir noch. Dann ziehen wir den da wieder ab. Dann können wir da nämlich schon mal die doppelte Tasche mitnehmen. Und ich empfehle euch wirklich Stealth mit Schrotflinte zu spielen. Da habt ihr ein ganz anderes Gefühl mit zu stealthen. Das ist ein ganz anderes Stealth als mit Pistole oder sowas. Weil ihr mit der Shotgun, egal mit welcher, wirklich den Gegner in eine bestimmte Richtung auch schießen könnt. Mal gucken, was können wir noch machen, jetzt mal eben schnell. Stealth-Wurf bei 10%. Ja, Entschuldigung. Bin ein bisschen müde. War schon ein anstrengender Tag, obwohl noch nicht viel passiert ist. War lang unterwegs heute Morgen schon. Dann habe ich heute Morgen war ich halt auch schon auf dem Fahrrad, habe ein bisschen Sport gemacht, deshalb bin ich jetzt ein bisschen kaputt. Deshalb will ich auch gleich nochmal mich kurz hinlegen. Ja, werde ich wahrscheinlich machen. Na, komm, machen wir einen Carshop. Da, falsch. Nein. Falsch. Nein. Da ist er. So. Dann wollen wir mal. Not many civilians, sie haben es sogar reduziert nachträglich, weil es so viel war. Fancy place like this will keep the key secure. Look for a storage room. Wo. I'm sorry, this area is only for personnel. Da ist schon viel Personal, da was da hoch und runter geht. So. Hey. 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 Gut. Ich hoffe immer noch, dass sie einen deutschen Heister einführen. Ich kenne jetzt aber gar keinen wirklich großen deutschen PD2-Spieler. Die meisten sind Amerikaner, glaube ich. So. Okay, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Dann kann er nur... Hier ist er auch. Jetzt läuft er rum. Läuft der Typ rum. Ich weiß, dass es das auch gibt. Das ist ein... Ja, da ist er. Ich hatte den Manager gesehen. Ja, der läuft rum. Huch.
Alter! Schaut euch das an, ne? Sehen, wo der Manager hingegangen ist. Ah, der ist runtergegangen. Boah, ist das zum Kotzen. So, fällt auch keinem auf, dass die Sachen hier kaputt sind. Da ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Mann, wo ist der jetzt schon wieder? Ah, da ist er. Boah, jetzt geht es schon wieder runter. Ich krieg doch zu viel. Na, das ist mir zu blöd. Wir machen an der Stelle einen Schnitt. Das ist mir zu blöd mit dem rumlaufenden Manager. Danke fürs Zuschauen und vielleicht ist es diesmal ein kürzeres Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.